Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 9. Dezember. Das ist diese Zeitung. Und da heißt es: Bundesliga. Kann Gladbach jetzt deutscher Meister werden? Grenzenloser Jubel im Borussia-Park. Die Gladbacher Stefan Leiner, Nico Elvedi, Doppeltorschütze Rami Benzebaini und Jonas Hofmann. Von links, das sind 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nee, 4, so. Feiern den 2:1-Erfolg gegen Rekordmeister Bayern München. Borussia Mönchengladbach hat damit die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erneut verteidigt. Obwohl der FC Bayern das Spitzenspiel 50 Minuten lang klar dominiert hatte und 1:0 in Führung gegangen war. Immer deutlicher steht nun die Frage im Raum: Ist die Fohlenelf, die mittlerweile 7 Punkte Vorsprung vor München hat, ein ernsthafter Meisterschaftsanwärter? Am Sonntag spielten Union Berlin, 1. FC Köln 2:0. Werder Bremen, SC Paderborn 0:1. Foto DPA, ich kann es gerade noch mal zeigen. Ja, und damit sage ich Tschüss.